Die beste Kapsel ist gar keine Kapsel, sondern eine Kugel. Die größten Dinge starten ganz klein. So behauptet Migros Delica Café Royal, dieser Verbund mit dieser neuen Maschine und dieser neuen Kaffee-Beat-Technologie. Und wir wären nicht die KaffeemacherInnen, wenn wir das nicht testen würden in diesem Video. Geschmacklich und. Jetzt geht's los. Migros, du altes Haus, hast es doch tatsächlich geschafft, dass wir das auch noch testen. Meine ganze LinkedIn-Timeline explodiert. Man muss aber auch sagen, du hast eine Geschichte. Aber bei mir explodiert es auch tatsächlich auf Twitter und überall haben wir es gesehen. Ich glaube, alle Retargetings laufen heiß. Wir haben natürlich auch ein bisschen recherchiert. Wir wollten wissen, was das für ein neues System ist, was da so mit großem Knall auf dem Schweizer Markt zunächst mal präsentiert wird. Ich glaube, als nächstes in Frankreich. Aber dann soll das groß aufgerollt und ausgerollt werden. Und zwar eine Kapselalternative. Es ist eben keine Kapsel, aber es ist als Kapselalternative angekündigt mit einer Algenumwandlung. 6,2 Gramm Kaffee hier komprimiert, gepresst und das Ding wird gebrüht. Ohne Verpackung, ohne Alu, ohne Plastik. Ne? Und das Einzige, diese Umrandung ist algenvegan. Also das Ding ist eigentlich dasselbe Material, mit dem auch vegane Würstchen eingepackt werden. Das zeigen wir euch nachher noch so glibberig, was am Schluss rauskommt. Und wenn man die Packung öffnet, dann riecht es lustigerweise, weißt du, wie es riecht? Ja, nach Instant. Ist total interessant. Ja. Und es riecht natürlich nach der entsprechenden Röstung, die hier verwendet wurde. Und das sind Röstungen von Café Royal. Café Royal ist eine Dedeka-Marke und ist als solches an vielen Stellen in den Migros zu finden, aber auch in anderen Märkten. Also findet man, ist es ja auch so positioniert, dass es an verschiedenen Stellen funktioniert. Und jetzt gab es immer schon als Kapsel oder lange als kapselkompatibles System. Und jetzt als Kugel. Ja, es gab verschiedene Dinge. Es gab Café Royal, die haben den Nespresso-Klon gemacht, diese Kapseln, zuerst in Plastik und dann auch in Alu. Und dann gab es aber auch das eigene System, Delizio oder Cremesso, das ist das Migros-eigene System. Und jetzt eben das hier ist auch ein eigenes System. Also diese Kugel funktioniert nur mit dieser Maschine. Wir haben also nicht nur die Kugeln gekauft, sondern die ganze Coffee Bee Maschine. Und wir haben es eben gekauft, wie immer. Das ist ein Test, das ist ein Review. Wir kaufen alle Maschinen. Wir wollen neutral berichten. Und auch wenn wir schon mit Delica und Café Royal was zu tun hatten, ist das hier komplett unabhängig. Und wir sagen euch einfach, was wir denken zu diesem Ding. Und ich habe hier schon geladen, hast du gesehen? Du spielst hier schon russisches Roulette. Ja, warte, warte. Drei Espresso. Kann ich jetzt einen reinfuchsen hier? Vielleicht. Was hast denn du jetzt Espresso, gelernt? Das sehen wir dann. Nein, da steht sogar drauf. Die haben das sogar reingelasert oder was auch immer. Espresso Forte ist das jetzt. Ihr seht das auf der Kugel eingeschrieben, was das eigentlich für ein Kaffee ist. Denn die Kugel, ja, die sehen halt aus wie Kugeln, aber man braucht irgendwo noch einen Hinweis. Und das ist ziemlich smart gelöst. Also hier steht es drauf, was es eigentlich ist. Denn sonst kommen die Kugeln verpackt in diesen Eierkartons mit diesem mit so einer auch PE-beschichtet wahrscheinlich. Jein ist auch biologisch abbaubar scheinbar. Ich weiß nicht, ob sich das auch auf den Tackle bezieht. So, und dann gibt man das hier rein, diesen Revolver. Apropos angeschrieben, wir wollten ja erstmal jetzt die Innovation gleich besprechen, aber mir fällt jetzt sofort eine Problematik auf. Ja. Es ist an einer Stelle angeschrieben, jetzt drehst du das Ganze. Wie es ja so offensichtlich ist, es ist eine Kugel. Es dreht sich also weiter, also dreht sich auch hier diese Information, was jetzt eigentlich was ist, nach unten. Und von außen sehen sie nämlich hier sonst eben alle gleich aus. Genau, also bringen tut das eigentlich nichts, es ist ein Gadget. Und es ist ein lustiges Feature. Und was daneben passiert, ganz am Ende beim russischen Roulette, rollt die Kugel raus, geht hier in den Brühkopf rein. Wir pressen den Hebel nach unten und dann geht es eigentlich wie bei einer Kapselextraktion auch los. Man drückt den Knopf und es klingt. Und dann geht's los. Dann fass doch nochmal die Innovation zusammen. In der Weile mache ich mir einen Kaffee. Du brühst mal einen Kaffee, das geht ja ganz schnell. Also die Innovation ist das, was Delica oder Café Royal eben sagt. Das ist das erste Kapsel-Kaffeesystem ohne Kapsel. 100% ohne Aluminium, 100% ohne Plastik. Das bezieht sich auf die Kaffeekapsel, das bezieht sich aber nicht auf die Kaffeemaschine, was wir nachher noch genauer besprechen werden. Aber wenn wir das hier so sehen, ist das wirklich Innovation. Also wenn wir so auf die Kapselindustrie schauen, da gab es ein paar Wechsel. Zuerst gab es Plastikkapsel, also natürlich gab es Nespresso und dann gab es die Klone in Plastik. Und dann haben viele dann auch auf Aluminium gesetzt, wie zum Beispiel Café Royal auch.
das kann man sich fragen, ob das wirklich Sinn macht. Und dann gab es aber die Alternativen, mit anderen Stoffen zu arbeiten, also mit nachwachsenden Rohstoffen Kapseln zu machen. Aber man hat immer über die Kapsel gesprochen und das ist jetzt eine kapselfreie Methode und das ist wirklich disruptiv. Ja, es hat jetzt eine andere Form. Innerhalb einer Kapselwelt, die doch sehr limitiert ist, weil es doch irgendwo eine vorportionierte Geschichte ist. Wobei man sagen muss, es ist nicht die erste kompostierbare, nein, kapselartige Geschichte. Bitteschön. Nein, macht ruhig. Es ist nicht die erste kompostierbare, nein, Variante, sondern wir haben das schon gesehen, zum Beispiel von unseren geschätzten Kollegen von Stolkaffee. Ja. Oder anderen, die haben ja alle schon kompostierbare Kapseln gemacht. Ja, also genau. Stolkaffee verlinken wir euch mal unten. Und das ist einfach ohne Verpackung, ne? So. Das ist nochmal ein bisschen weniger und vermeintlich schneller kompostierbar. Werden wir natürlich checken. Wenige Wochen, ich bin total gespannt. Also da muss der Kompost schon ziemlich Gas geben, damit das in wenigen Wochen auch kompostiert, weil meiner dauert immer länger. Aber vielleicht ist da auch Kompoststarter drin, Philipp. Das weiß ich nicht. Aber was man sieht, es ist natürlich alles nass. Und dass dieses vegane Häutchen da rundherum, das ist ja ganz weich. Und da gibt es weniger Materie zu ersetzen als jetzt bei einer anderen Kapsel, die ja wirklich viel aus Bambus gemacht wird oder Holzfasern, die dann deutlich härter ist. Zum Kaffee selbst. Wir haben eine Anpassung vorgenommen. Und zwar haben wir aber auch den Kundenservice schon angerufen, ja, per Video. Zweimal. Ja, gut, aber ich meine, du hast ja uns jetzt hier perfekt beraten, also dafür schon mal vielen Dank. Und uns wurde geholfen, sehr, sehr gut, denn wir wollten die Brühmengen verstellen. Brühmengen eingestellt, ab Werk ist 40 Milliliter der Espresso und 110 Milliliter der Lungo, was ziemlich lange Portionen sind, so wie wir eigentlich gerne Kaffee verstehen, denn die Kapsel selbst, die Kugel selbst, die hat ja jetzt 6,2 bis 6,9 Gramm Kaffee drin. Wenn man das in ein Verhältnis setzt, dann sind wir im Verhältnis schon 1 zu 4. Ach, normalerweise machen wir Espresso mit 1 zu 2,5, also ein Teil Kaffee, 2,5 Teile Wasser. Und hier ist es doch deutlich geringer. Wobei eben, da sind wir jetzt eigentlich in einem typischen Problem, was alle Kapselsysteme miteinander betrifft. All diese Kapselsysteme haben irgendwas zwischen, weiß ich nicht, 4,8 und jetzt in dem Fall hier 6,2 oder 6,8 Gramm. Und dann nochmal die Verhältnismäßigkeit, die wir normalerweise für einen Espresso anlegen, ist eben zum Beispiel 1 zu 2,5 oder 1 zu 2. Das würde jetzt bedeuten, wenn wir einen klassischen Espresso machen wollen würden, dann würden wir nicht 30, 40, 50 Gramm extrahieren, sondern 13 Gramm oder 17 Gramm. So, wir haben es jetzt auf 25 gestellt. Damit haben wir dann immerhin ein Verhältnis, was sich ein bisschen annähert und was längst nicht ganz so lang und entsprechend auch wässrig ist, wie jetzt eben der Espresso, den wir zuerst getrunken haben. Ja, der ist jetzt auch viel, viel dichter. Also der ist deutlich dichter als ein herkömmlicher Kapselkaffee oder die Grundeinstellung hier. Also was wir schon mal empfehlen können, um einfache Dinge etwas intensiver zu machen. Brühmengen anpassen. Uns wurde geholfen, indem man 3 Sekunden lang auf einer Taste bleibt, bis es lange blinkt, schnell blinkt und dann extrahiert und dann wieder manuell stoppt, wann die gewünschte Menge erreicht ist. Also ziemlich einfach. Und wenn ihr es genau wissen wollt, stellt ihr die Waage drunter und kontrolliert dann eben die Wassermenge oder die Espressomenge nachher in der Tasse und dann wisst ihr auch genau, ihr habt die 25 Gramm Kaffee erreicht, die wir jetzt erreicht haben. Und dann gibt es hier 5 verschiedene Sorten, habe ich uns mitgebracht, Philipp. Ja. Wir haben jetzt getrunken, außer du hast was zwischengefuchst. Café Royal Espresso. Und den Espresso Forte, den hattest du, glaube ich, sogar. Und wir haben aber auch 2 Lungos und einen Decaf. Und der eine Lungo hier ist Bio. Und dann haben wir hier nochmal so einen Bio-Kaffee, auch den Espresso Bio. Genau, lass uns doch kurz sagen, wie uns die jetzt schmecken. Ja. Indem wir das wirklich runterschrauben auf die 25 Gramm Extraktionsmenge in der Tasse, finde ich den sehr dicht und sehr weich und das ist, finde ich, angenehm zu trinken. Der hat ein bisschen Säure, der ist ziemlich bitter, so lang anhalten, aber angenehm, also nicht super dunkel geröstet und schmeckt immer noch in dieser Range von Kapselkaffee, man muss es ja da vergleichen so, weil das ist noch keine eigene Kategorie und der Geschmack muss ja so sein, wie schon Kapselkaffee bekannt ist. Und da finde ich, sticht er jetzt nicht positiv und negativ raus, sondern ist wie ein Kapselkaffee für mich. Ja, und ist jetzt an der Stelle wie ein Kapselkaffee von Café Royal. Er schmeckt Kaffee royalig, sprich auch ein bisschen röstiger, ein bisschen kräftiger. Es ist, wie du schon richtig sagst, eine eigene Getränkekategorie. Und in der
müssen wir den Kaffee wieder auch anschauen und bewerten. Also wenn wir jetzt einen normalen Qualitätsmaßstab an diesen Kaffee wenden würden, dann wäre mein Feedback jetzt hier viel, viel schlechter. Aber es ist jetzt ein maßstabsgerechtes Feedback und dann würde ich sagen, ja, kräftig, sehr viel Bitterkeit, sehr viel Röstnoten und aber ganz gut umgesetzt eigentlich der Transfer von diesem Kaffee Royal Kaffee Espresso in die Kugel. Ja, und das ist ja auch nicht von heute auf morgen passiert, sondern es waren 5 Jahre Innovation, hat uns da der Head of Innovation gesteckt, also 5 Jahre für das ganze System. Davor gab es wahrscheinlich noch ganz viele Zeit, Ideen zu finden. Also das ist wirklich ein, man muss es als System begreifen, nicht nur als Kugel. Was ich jetzt interessant finde, immer bei diesen Systemen ist der Lungo, der lange Kaffee, weil das System ja eigentlich von Nespresso gemacht wurde und heißt Nespresso und es heißt ja nicht Lungo. Also eigentlich gemacht für kurze Portionen. Und im Lungo dann ist es wirklich so, dass wir, die Kugel wird ja nicht größer, sondern es ist die gleich große Kugel. Richtig laden hier. Im Revolver, hier Lungo, dann wird er total verdünnt und die sind normalerweise sehr heiß und sehr dünn und sehr bitter. Da bin ich jetzt gespannt. Café Royal Bio Lungo, wo kommt er her? Ja, das steht glaube ich nicht drauf. Das müsste man jetzt die Website konsultieren. Kommen wir auch später noch dazu. Ah, ich lese mal vor. Ich lade hier derweil. Also, Inhalt 9 Bälle, das klingt eben schon cool. 9 Bälle Bio-Röstkaffee gemahlen, exklusiv für das Coffee Bee-System. Der Kaffeeball ist nicht zum direkten Verzehr geeignet. Ich wollte ja vorhin schon mal reinbeißen oder ich wollte jemanden reinlaufen lassen, sagen, hey, seine Praline, der hat das fast gekauft. Kaffeeball ist gartenkompostierbar und Kaffee wurde von Fairtrade-Produzenten angebaut, nach Fairtrade-Standards zertifiziert und gehandelt. Gesamtteil 100%. Cent. Also Peru, Mexiko. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe nämlich irgendwo gesehen, es ist wirklich auch eine Kooperative aus Peru, die da mitmacht, glaube ich, genau bei dem. Es gibt auch einen Link, schaut euch den mal an, /sourcing, wo drin stehen sollte, wo der Kaffee herkommt. 6,2 Gramm in. Und jetzt muss die Maschine schon richtig leisten. Also das geht ja hier durch so einen kleinen Thermoblock vermutlich. Das Wasser wird jetzt da in großen Mengen aufgeheizt auf die hoffentliche Zieltemperatur. Ich werde noch ein genaueres technisches Video machen, wo ich mal alles durchmesse und ein bisschen die Maschine auch analysiere, weil es gibt jetzt nur die eine Maschine bis dato. Es gibt also noch nicht von anderen Herstellern eine. Und insofern ist das natürlich auch super relevant. Was kann eigentlich die Maschine? Wir sprechen jetzt ein bisschen mehr über die Kapsel und die Innovation. Und ich bin dann auch gleich noch von dir zu hören, nochmal Philipp, was denn jetzt wirklich die Innovation ist. Ja. Weil der Kaffee ist es ja nicht. Nee, es ist nur die Darreichungsform. Ja, ziemlich präzise. Ne? Ziemlich präzise, 115 Gramm in der Tasse. So machen wir eigentlich auch unseren Kaffee Natur in unseren Cafés. Wir verwenden nur die dreifache Menge oder genau, die zweieinhalbfache Menge Wasser, Kaffee dafür. Ja, genau. Ja, Scheibchen, es sieht so aus, wie diese Cafés aussehen. Super heiß. Super heiß, das ist eben das, was ich nicht so mag an diesem System, also ein Kapselsystem, weil da echt viel Wasser durch sehr wenig Pulver durchgedrückt wird, durchgepresst wird. Und das Pulver ist ja eigentlich der Widerstand und der klaut dem Wasser auch die Temperatur. Aber wenn da kein Widerstand mehr kommt, weil der schon total gesättigt ist mit Wasser und das Wasser nur noch durchschießt, verliert es keine Temperatur und das ist dann halt ein sehr heißer Kaffee. Super heißer Kaffee und eben auch einer, wo dann auch stark die Bitterkeit jetzt schon gepusht wird. Und da merkt man einfach, hier fehlt jetzt auch ganz deutlich Kaffee. Also 5 Gramm oder 6 Gramm sind einfach nicht gut geeignet, um einen leckeren, langen Kaffee zu machen. Sorry. Nee, ist gemacht. Aber das ist wirklich gesagt, das wie ist bei für jedem alle Kapselsystem ist kürzere Kaffees verhalten sich da deutlich besser. Also hier ist nicht die Innovation. Nein, die Innovation ist wirklich, um zurückzukommen, in der Darreichungsform, in das, wie das ausschaut, und zwar aluminiumfrei und plastikfrei. Und das sind auch die 2 Werbespots, die der Café Royal veröffentlicht hat. Wir haben das anfangs kurz gesagt. Big changes start small ist das eine und die andere Tagline war, die beste Kapsel ist eine Kugel. Oh nein, ist keine Kapsel oder sowas. Genau, die beste Kapsel ist keine Kapsel, sondern eine Kugel und ich muss dich einfach fragen, lieber Philipp, ist das nicht alles Augenwischerei? Ja, jetzt. Also, oberflächlich und wenn wir jetzt mal so die Technokraten, technische Brille anschauen, disruptive Innovation, gab es das noch nie? Okay, cool. Die Form. Kein Plastiform und es gibt keine Hülle, keine sichtbare Hülle, da ist natürlich eine drum, aber so gab es das noch nie. Jetzt aber ist das für mich
doch irgendwie keine Innovation, sondern ziemlich oldschool. Denn was bedient wird, ist ja das offensichtliche Problem. Und das ist das, was wir alle als Konsumierende sehen. Okay, ich mache was und lege es weg und ich habe jetzt Abfall. Also ich sehe das gleich und ich merke, aha, das ist ein Problem. Dieses Problem wurde jetzt teilweise beseitigt. Also hier habe ich ja immer noch Abfall, aber hier wurde es teilweise beseitigt. Und das ist natürlich eine sehr emotionale Geschichte, die hier bedient wird. Das, was wir aber nicht sehen, und das ist das, was hier drin ist, der Kaffee, das sind halt mehr als 70% von den ganzen Emissionen, die stattfinden auf der Kaffeekette. Und das hat nichts mit der Verpackung zu tun. Und insbesondere, wenn Kaffees konventionell angebaut werden. Und in diesem Fall haben wir jetzt hier von, ich glaube, 5, 6 verschiedenen Kaffees, 4 davon sind konventionell angebaut. Und dann ist immer auch nochmal die Frage, wie ist jetzt dieser Bioanbau? Aber Fakt ist, große Probleme haben wir, wenn es um den Fußabdruck von Kaffee geht, natürlich auch bei der Verpackung, aber im überwiegenden Teil im Anbau. Und ein großer Teil des Kaffees, den wir hier nutzen, ist eben effektiv super konventionell und hat einen fetten Abdruck. Und daran ändert sich jetzt hier erstmal gar nichts. Nein, an den 2 Kaffees, die es wahrscheinlich auch im normalen Café Royal Sortiment gibt, die schon bio sind, da ist wahrscheinlich auch der Abdruck deutlich geringer als bei den anderen 4. Und da freuen wir uns dann auch mal so eine LCA-Studie zu sehen, weil das braucht es ja auch. Jetzt muss ja auch bewiesen werden, was hier wirklich besser ist. Denn momentan sind es noch sehr einfache Gefühle, wie ich finde, die und einfache Emotionen, die bedient werden. Wie gesagt, ich mache Abfall, das nimmt mir jetzt jemand ab und nimmt mir eigentlich meine Schuld weg. Aber nur die Schuld, die ich mir bewusst bin. Aber wie gesagt, die größte Schuld oder die Probleme sind beim Kaffee da, wo wir nicht hinsehen können. Ja, und ich finde ehrlich gesagt, diese starke Reduzierung und Fokussierung hier auf die Verpackung ist mal wieder so eine wunderbare Scheindiskussion. Stellt etwas in den Mittelpunkt, leuchtet mit dem Scheinwerfer darauf und sagt, wir lösen die Probleme. Wir transformieren die Kaffeekette. Ja, den kleinsten Teil davon, aber der größte Teil ist eben nicht das. Und es ist ein bisschen ein Marketingphänomen. Ja, das ist es bestimmt und es ist auch so, der ganze Kapselmarkt ist ja mega gesättigt, der wächst schon noch, aber trotzdem Innovationen sucht man da vergeblich und jetzt wird alles auf Karte Innovation gesetzt. Ich sehe das wirklich mehr als Innovationsprodukt als nachhaltiges Produkt, geschweige denn die Maschine. Jetzt ist es ja so, das ist so ein Lock-in-System. Also das ist eigentlich dasselbe wie ein Drucker-Patronensystem, wie eigentlich jedes Kapselsystem, das nicht mit Klonkapseln funktioniert. Wir haben dasselbe gemacht. Wir haben jetzt so eine Maschine gekauft. Wir haben jetzt, weiß nicht, 3 Kilo Plastik gekauft. Und alle, die jetzt so eine Maschine kaufen, die haben wahrscheinlich noch eine funktionierende Kapselmaschine zu Hause und kaufen jetzt eine neue Maschine. Und da würde ich gerne wissen, wie viele Plastikkapseln sind denn das hier? Also was ist das Äquivalent von Plastikkapseln zu den paar Kilos Plastik hier? Denn das ist auch, das wird ja nicht besprochen in der ganzen Kommunikation, sondern es geht nur um das hier. Nun macht hier Café Royal das richtig in der Kommunikation, sagen sie, wenn ihr noch eine Maschine habt, dann die funktioniert, dann solltet ihr jetzt nicht gerade loslaufen, euch eine neue Maschine kaufen, das ist sicherlich super. Und trotzdem finde ich auch, ich meine, wir kennen das alle von unserem Telefon, Philipp. Wir suchen immer den passenden Stecker und wir freuen uns, dass es mittlerweile immer mehr gleiche Stecker gibt. Mhm. Und jetzt haben wir wieder ein neues System, was tatsächlich alles aufbricht und das ist das Gegenteil von eben modular und kompatibel. Und macht eben genau das, was du jetzt gerade beschreibst, notwendig. Und tatsächlich gibt es ja Kapseln, die kompostierbar sind. Ja. Also ist die Frage, gebe ich mir jetzt eine Kugel? Bevor du das machst, vielleicht nochmal einen kurzen Exkurs, wenn man so in Design Thinking denkt. Ja, also nicht, wenn man sagt, okay, was braucht es wirklich und wir finden die Lösung, dann ist das irgendwie zur Hälfte erreicht, denn es braucht scheinbar eine Lösung für den Abfall. So, okay, das hat man hier teilweise erreicht, aber was es ja eigentlich auch braucht, ist das ein System, das wirklich ökologisch ist und das ist das nicht. Das ist es vermutlich nicht, so wie wir das jetzt hier einschätzen können und so wie wir das jetzt hier erlebt haben. Und das sind unsere Gedanken zu Coffee Bee.
So, und wenn ihr jetzt die Maschine selber habt, würden wir uns freuen, wenn ihr uns Feedback gibt, wie funktioniert die Maschine bei euch? Klappt sie nicht? Wie schmeckt der Kaffee für euch? Und was denkt ihr auch zu dem, was wir diskutiert haben? Schreibt es uns doch in die Kommentare oder auch in die Kommentare von dem technischen Blogbeitrag, den ich euch unten verlinke. Als KaffeemacherInnen sind wir in Basel stationiert. Wir haben hier unsere Kaffeeschule, gleichzeitig unsere Rösterei, haben zwei Gastronomiebetriebe, zwei kleine Cafés und auch eine eigene Farm. Und alles, was wir unterwegs lernen, das berichten wir hier in diesem Kanal. Und wenn ihr mehr über Kaffee lernen wollt und mit uns unterwegs sein wollt, dann folgt uns doch, würde uns sehr freuen. Und um mit den Worten von Café Royal zu enden, big changes, start small. Wir hören uns.